Man kann sich ja so ein bisschen Sorgen machen, wenn man über Europa nachdenkt im Moment. Also es gibt den Brexit, es gibt die erstarkenden Nationalisten, alles ist ganz fürchterlich, Orban macht Sachen. Und ich habe für die Leute, die sich ernsthafte Sorgen machen, zwei gute Nachrichten, die ich direkt mal verkünde, um hier so einen positiven Zwingen reinzubringen. Die erste gute Nachricht ist, Uri Geller greift ein. Ich weiß nicht, kennen Sie alle noch Uri Geller? Ja. Das ist der Typ, der in den 70er Jahren mit dieser obskuren Löffelverbiegenummer durchs Fernsehen getingelt ist. Und auch im deutschen Fernsehen bei RTL hatte der, glaube ich, mal die Uri Geller Show und das Erfolgsformat The Next Uri Geller. Also war eine große Nummer. Der ist ein Mentalist, also er kann mit seiner puren Gedankenkraft Dinge verändern. Und der hat jetzt angekündigt, sich in Sachen Brexit einzubringen. Das ist kein Scherz. Also er hat erst einen Brief an Theresa May geschrieben. Er wollte sie dazu bewegen, jetzt endlich nochmal ein Referendum einzuleiten. Und der Brief wurde nicht so beantwortet, wie ihm das gefiel. Und jetzt will er mit seinen übersinnlichen Fähigkeiten sozusagen das Ganze stemmen. Und das soll so funktionieren, dass alle Menschen, die sich dieses Referendum wünschen, morgens um 11 und abends um 11 ganz fest, also ganz, ganz fest an Theresa May denken. Ich glaube, also Londoner Zeit, würde ich mal sagen. Ich zitiere Uri Geller, ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil das so verrückt ist. Also ihr, also wir alle, ich dann auch, konzentriert euch auf ihr Gesicht und auch ich werde meine Gedankenkraft fokussieren und so werden wir sie gemeinsam dazu bringen, dass sie für ein zweites Referendum eintritt. Also das lässt sich ja ganz einfach so beim Zähneputzen machen heute Abend, dann wissen Sie schon mal, was Sie so vorhaben. Und jetzt, Spaß beiseite, jetzt kommt die zweite gute Nachricht, die ich angekündigt habe. Das ist nämlich die, dass nicht nur Uri Geller einen Plan für eine bessere EU hat, sondern auch andere Leute. Und hier sitzen drei auf dem Podium, die jeweils eine ganz eigene Idee von Europa haben, also von einem sozialeren und einem ökologischeren Europa und vielleicht auch einem etwas integrierteren Europa, als wir es jetzt besichtigen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen grundsätzlich, also es wird vielleicht auch um unseren Wachstumsbegriff gehen, ob der eigentlich noch so ganz okay ist. Es wird viel um Ökologie gehen. Vielleicht kommen wir auch noch dazu, über die Flüchtlingssituation zu sprechen. Und am Ende würde ich Ihnen auch gerne die Gelegenheit geben, ein paar Fragen zu stellen. Das heißt, es ist eine inklusive Veranstaltung, wie bei der Taz üblich, demokratisch. Sie kriegen auch Gelegenheit, sich zu äußern. Ich möchte Ihnen als erstes mal die Referenten vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Katharina Barley. Ist Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, wie ich gerade gelernt habe. Also der Justiz ist wichtig. Und die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl. Frau Barley hat eine genuin europäische Biografie, würde ich mal sagen. Sie ist Tochter einer deutschen Ärztin und eines britischen Journalisten, also Deutsch-Britin. War schon während des Jurastudiums in Paris, lebt in einer sehr kleinen Stadt bei Trier an der Mosel. Also das heißt, Luxemburg, Frankreich und Belgien sind quasi einen Steinwurf entfernt. Und Frau Barley ist seit 2013 im Bundestag, war vorher auch mal Richterin und hat dann in der SPD eine rasante Karriere gemacht. Sie wurde 2015 dann zur Generalsekretärin nominiert, damals von dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Und ich denke mir immer, wenn es quasi einen endgültigen Beweis für den unerschütterlichen schütterlichen Optimismus von Katharina Barley gibt, dann ist es das, dass sie unter Sigmar Gabriel diese Stelle gemanagt hat. Also Respekt dafür schon mal. Und sie ist dann im Juni 2017 Bundesfamilienministerin geworden, war zwischendurch auch mal geschäftsführende Arbeitsministerin, als Frau Nahles Fraktionsvorsitzende geworden ist und jetzt zusätzlich obendrauf, genau. Und ab März dann Justizministerin 2018. Also im Grunde unglaublich viel Kabinettserfahrung in kürzester Zeit gesammelt, ne? So kann man sagen. Herzlich willkommen, Frau Barley. So, dann sitzt zu meiner Rechten. Nicht Annalena Baerbock, falls Sie sich die ganze Zeit fragen, seit wann hat Annalena Baerbock so kurze Haare? Das begründet sich so, die Grünen-Chefin ist leider erkrankt, sehr kurzfristig. Wir haben dann
idealen Ersatz organisiert. Frau Keller hat sich netterweise wirklich bereit erklärt, das kurzfristig zu machen. Sie ist nicht nur Mitglied des Europäischen Parlaments, sondern auch Spitzenkandidatin der deutschen und europäischen Grünen, also auch Gesamtpartei. Geboren in Guben an der polnischen Grenze, also im Grunde auch schon sowas Europäisches in der Biografie. Sie hat, DDR. Sie hat Islamwissenschaft, Turkologie und Judaistik in Berlin und Istanbul studiert, war dann kurz Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg. Und sitzt seit 2009 im Europaparlament. Ne? Damals ist sie angetreten mit dem Wahlslogan nicht nur Opa für Europa. Ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Die Schwerpunkte von Frau Keller sind, also ich kann nicht alle nennen, Rechtsextremismus in Europa, Asylpolitik, innere Sicherheit und auch Handelspolitik. Und sie ist außerdem noch die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament. Herzlich willkommen, Frau Keller. Schön, dass Sie da sind. Ja, und dann der vierte im Bunde ist Harald Welzer. Ich darf ihn nicht Klimakulturforscher nennen, das haben wir im Vorgespräch schon geklärt, dass dieser Begriff wirklich nicht zutrifft. Ich versuche es mal dann andersrum. Er ist Sozialpsychologe, lehrt als Professor an der Universität St. Gallen und an der Europa-Uni in Flensburg. Und im Grunde ist Harald Welzer aber das, was man gemeinhin einen öffentlichen Intellektuellen nennt. Also er ist Publizist, er hat viele Bücher geschrieben, wegweisende Bücher, zum Beispiel Klimakriege, hat sich also über den Zusammenhang von Klima und Gewalt viele Gedanken gemacht. Das, also im Grunde ist er doch Klimakulturforscher, richtig vorbei. sich viele Gedanken über unser digitales Leben gemacht. Also im Grunde, was machen die digitalen Netzwerke mit uns? Die smarte Diktatur ist ein weiterer Bestseller von ihm. Und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, was vielleicht auch ab und zu mal Thema wird in der Veranstaltung. Alles könnte anders sein. Und das ist im Grunde der Versuch, also von einem positiven Gedanken aus gesehen, also uns geht es eigentlich gar nicht so schlecht, wie immer behauptet wird, zu versuchen, mal konkrete Utopien für eine bessere Welt zu entwickeln, wenn ich das mal ganz schematisch zusammenfassen darf. Darüber werden wir mit Sicherheit reden. Herr Welzer, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. So, der Untertitel, ich fange gleich mal mit Ihnen an, Herr Welzer, der Untertitel Ihres Buches lautet ja eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Und ich mochte das Buch, also so viel Werbung darf hier ruhig sein. Und zwar deshalb, weil es so unglaublich optimistisch ist. Also Sie schunkeln sich eben nicht in so eine Weltuntergangsstimmung rein, in die man ja leicht kommen kann, wenn man über Klimaschutz und über Europa nachdenkt, sondern Sie versuchen im Grunde Pfade zu beschreiben, wie Veränderung möglich sein kann. Und ich würde Sie bitten, das mal auf unser Thema zu projizieren. Also was muss sich aus Ihrer Sicht im Europa der Jetztzeit dringend ändern? Mhm. Also man kann das an diesem Beispiel Europa, glaube ich, sehr schön zeigen, was der Ansatz dessen ist, worüber ich im Moment nachdenke. Und zwar haben wir einen unglaublichen Überhang an Panik, Katastrophe, Angst, Weltuntergang, Sackgasse und alle Metaphoriken, die dazugehören. Und wir leisten uns diesen totalen Überhang in einer gesellschaftlichen Situation, die in vielerlei Hinsicht historisch völlig einzigartig ist, und zwar in Hinsicht der materiellen Lebensstandards, aber auch der immateriellen Güter, die wir haben. Immaterielle Güter, Freiheit, Demokratie, Wahlen, Sozialsysteme, Teilhabe und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich insofern ganz fatal, dass wir diese Fokussierung auf die Katastrophen haben, weil es erstens die Entwicklungschancen unseres Typs von Gesellschaft, also der offenen Gesellschaft, der liberalen Demokratie, dass wir diese zivilisatorischen Fortschritte, die Potenziale zur Entwicklung überhaupt nicht hoch genug einschätzen, immer mit diesem Blick auf das Negative. Und was man vor allen Dingen völlig vergisst, deshalb nenne ich auch Europa und die offene Gesellschaft ein Entwicklungsprojekt,
dass wenn man jetzt mal 100 Jahre zurückblenden würde, also Menschen vor 3 Generationen hätten das, wie wir heute leben und übrigens auch ganz konkret, wie wir hier sitzen und die Freiheit, in der wir existieren und so weiter, für eine absolut unerreichbare Utopie gehalten. Ja? Und wenn man die Geschichte mal so umdreht, dann können wir doch einfach sagen, bei allem, was wir fürchterlich finden, und was auch wirklich negative Entwicklungen sind, sind doch die Bewältigungsmöglichkeiten für das bisschen AfD, was wir haben, oder die Christian Lindners dieser Welt, sind doch ganz hervorragend eigentlich. Wir können doch wahnsinnig viel machen. Und ich würde das eben auch mal sogar, und da zucken dann alle zusammen, sogar auf die gravierenden ökologischen Probleme beziehen. Selbstverständlich haben wir einen gefährlichen Klimawandel, aber die Rhetorik, dass das eine reine Sackgassenthematik ist und wenn wir in 7 Jahren nicht die Welt verändert haben komplett, dann fährt alles hinten gegen die Wand, ist etwas, was ein Entmächtigungsgefühl hervorruft und damit auch eine Entpolitisierung des Themas. Und ich würde es umgekehrt sehen. Ich würde immer sagen, die menschliche Lebensform hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es auch extreme Krisen und Katastrophen hat bewältigen können. Und wenn man mal an 1945 bis 1949 denkt, ja, eine Situation in diesem Kontinent, in Mitteleuropa, wo wirklich sozusagen Hoffnungslosigkeit das naheliegendste Gefühl gewesen wäre, ja, und auch die Perspektiven, wie es weitergehen soll, vor dem sozusagen auf dem Berg von 100 Millionen Toten und dem Holocaust und mit Millionen von Displaced Persons Vertriebenen oder sowas, da wäre Hoffnungslosigkeit angesagt gewesen, aber 2 Generationen später leben wir in der freisten und sozusagen aufgeklärtesten Gesellschaft, die es je gegeben hat. Also insofern würde ich einfach ein Votum dafür machen, dass wir mal schon, wenn sozusagen aus operativen Gründen, mal das ganze Untergangszeugs mal weglassen und uns darauf konzentrieren, was eigentlich unsere Potenziale sind, die Dinge vernünftig zu machen. Vielen Dank. Sie können gerne applaudieren. Frau Barley, vielleicht direkt daran anschließen, können Sie sich diesem Gedanken, dass unsere, also wir neigen ja tatsächlich auch wir Journalisten, das sage ich selbstkritisch, zum Katastrophismus, ne? Also wie heißt es, wir gucken immer auf das Schlechte. Und das ist zum Teil unser Job, zum Teil kippt das aber auch manchmal in eine, ja, manchmal vielleicht zu alarmistische Stimmung. Und können Sie sich dem Gedanken von Herrn Welzer anschließen, dass wir im Grunde, also dass unsere Bewältigungssituation für das bisschen AfD und vielleicht auch für das bisschen Orban in Europa gar nicht so schlecht ist. Und die SPD legt ja einen Schwerpunkt auf Sozialpolitik in diesem Wahlkampf, also auf europäische Sozialpolitik. Ist das aus Ihrer Sicht im Grunde auch die Antwort auf die Erosionsprozesse, die wir beobachten in der EU? Also ich kann mich dem erstmal, vielen Dank für die Einladung. Für dieses großartige Format, das ja offensichtlich viel Zuspruch findet. Ich kann mich dem sehr gut anschließen, denn auch wenn ich natürlich das bisschen AfD und das bisschen Orban so nicht formulieren würde als Justizministerin, vor allen Dingen, ich war letzte Woche in Ungarn, das ist schon krass. Ach so, Entschuldigung. Das bisschen AfD, Orban war ich. Das bisschen Orban war ich. Okay. Auch das bisschen AfD würde mir nicht so leicht über die Lippen gehen, weil wenn ich auf der Regierungsbank sitze, dann sitzt da Beatrix von Storch und da sitzt Gauland und da sitzt Alice Weidel und ich höre, was die sagen, wenn die Mikros aus sind. Und es ist schon schlimm, was die sagen, wenn die Mikros an sind, aber ich sage ihnen, was sie sagen, wenn die Mikros aus sind, ist... Was sagen die, wenn die Mikros aus sind? Naja, es ist... Ich will da nichts wörtlich zitieren, aber es ist natürlich durchtränkt von Verachtung für unsere Institutionen, für Demokratie teilweise, auch für Menschenrechte, für einzelne Personen. Deswegen würde mir das so jetzt nicht über die Lippen gehen, aber den grundsätzlichen Ansatz finde ich absolut richtig. Denn wir sehen, dass gerade diese rechtspopulistischen Kräfte ja davon leben, von Angst. Angst ist unglaublich leicht zu schüren, Misstrauen ist leicht zu schüren, negative Emotionen sind leicht zu schüren. Und umgekehrt, ich sage dann auch immer, wir, die ein anderes Europa wollen als die
können uns dann auch nicht beschränken darauf, Fakten und Statistiken und Zahlen aufzuzählen, sondern wir müssen die positiven Emotionen wecken. Und das weiß auch jeder aus dem eigenen Umfeld, wie viel schwerer das ist, wie schnell man Misstrauen erweckt hat und wie schwer es ist, Vertrauen aufzubauen. Also wir haben dann einen deutlich schwereren Weg, aber deswegen finde ich den Ansatz wirklich sehr, sehr richtig. Wenn ich das jetzt auf die tägliche Arbeit runterbrechen würde, so in der Regierung würde ich mir auch manchmal wünschen, dass nicht immer nur das Schlechte berichtet wird in den Medien, sondern hin und wieder auch mal das Positive in den Vordergrund gestellt wird. Das ist schon auch krass. Ich habe das früher ja nicht so wahrgenommen. Ich mache das Ganze ja, wie Sie sagen, erst seit 5 Jahren. Aber seit ich das mache, stelle ich fest, man kann eigentlich machen, was man will. Ja? Also manchen Medien kann man es überhaupt nicht recht machen. Also entweder hat man einen Kuschelkurs, wenn man was zusammenschafft, oder man ist heillos zerstritten. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Also das ist schon anstrengend. Aber Sie haben dann in dem zweiten Teil der Frage, sind Sie auf die soziale Frage eingegangen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das die Antwort auf viele Unwuchten ist, die es in der Europäischen Union gibt und auch auf viele Stimmungen, die es gibt. Und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, ich bin auch britische Staatsbürgerin, wie Sie gesagt haben, dass man den Brexit wahrscheinlich hätte vermeiden können, wenn Europa nicht nur eine Wirtschaftsunion wäre. Man kann das der EU gar nicht vorwerfen. Das ist nicht ihr Versäumnis, sondern sie ist so gegründet worden als Wirtschaftsraum. Aber sie muss sich eben weiterentwickeln. Mein Vater stammt aus Lincolnshire. Das ist eine Grafschaft in Mittelengland, die sehr landwirtschaftlich geprägt ist, nicht besonders reiche Gegend. Und es ist leider, wir erleben das so ein bisschen als familiäre Schande, die Grafschaft mit dem höchsten Brexit-Anteil in ganz Großbritannien. 65%, in einer Stadt sogar 75%. Und wenn man die Leute dort fragt, dann sind das diese Punkte, dass sie sich alleingelassen fühlen. Landwirtschaft, das ist so ein Punkt, wo man immer ausländische Arbeitskräfte hat. Ich komme von der Mosel, Weinbau, ich weiß das sehr genau. Rational weiß jeder, wissen die auch, dass es ohne diese Erntehelfer und Helferinnen gar nicht geht. Das wissen die. Aber dieses Gefühl, da kommen welche und die verlangen weniger Lohn und die arbeiten länger und die kriegen dann die Arbeit und wir nicht, das ist da schon sehr, sitzt da sehr tief. Und dagegen kann man was tun, im Sinne aller, im Sinne der Leute, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie zu Hause nicht genug verdienen, aber auch im Interesse derjenigen, die für einen anständigen Lohn zu Hause arbeiten wollen. Ich sag mal, europaweiter Mindestlohn, das ist auch eines unserer Kernthemen. Vielen Dank. Frau Keller, ich nehme den grünen Europawahlkampf bisher so wahr, dass Sie den genau in diesem Geist führen, der bisher so ein bisschen anklang. Ne? Also das heißt, Sie gucken optimistisch auf dieses Projekt und versuchen, was zu reißen, um das mal umgangssprachlich auszudrücken. Ein Satz ist mir aufgefallen in dem Europawahlprogramm. Sie streben eine föderale europäische Republik an. Das heißt, es gab ganz früher mal diese Diskussion Vereinigte Staaten von Europa. Das ist schon ein paar Jahre her. Da hat selbst Frau von der Leyen davon gesprochen. Dann sind die Nationalisten ein bisschen stärker geworden. Das heißt, man hat gesehen, vielleicht wollen die Leute gar nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Und dann ging das ein bisschen runter. Was heißt jetzt diese föderale Republik, die Sie fordern? Ist das im Grunde ein föderaler Staat wie die USA oder wie die Bundesrepublik mit Bundesländern? Das heißt, wir geben mehr Rechte an die EU ab oder auch mehr Hoheitsaufgaben und bleiben aber trotzdem ein bisschen föderal organisiert? Ja, danke für die Frage und danke für die Einladung. Ja, also die Vereinigten Staaten sind halt gerade nicht so ein gutes Vorbild, würde ich mal sagen. Insgesamt geht es halt einerseits darum, den Republikgedanken mitzunehmen im Sinne von, wir haben alle die gleichen Rechte. Wir sind alles Bürgerinnen und Bürger dieser Republik. Also das heißt, wir sind halt alle gleich. Das ist der Republikgedanke dabei. Und es ist uns aber auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, so einen zentralistischen Staat aufzubauen, wo alles aus irgendeiner Stadt entschieden wird. Deswegen der Zusatz mit dem Föderalen. Ja, in der Tat, wir wollen etwas Föderales aufbauen. Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union die gleichen Rechte haben. Wir wollen, dass es überall vorangeht. Und wir wollen, dass wir
uns auch stärker föderal begreifen. Aber viel wichtiger als die Überschrift ist auch, was steckt da genau drin? Ne? Also wie wollen wir zum einen natürlich Institutionen ändern? Ne? Also wie kriegen wir mehr Transparenz in den Rat? Ja, wenn das Parlament super transparent ist bei uns, können Sie jede Ausschusssitzung in 23 Sprachen angucken, alle Dokumente finden Sie, außer es geht gerade um Handelsabkommen, weil das ist noch was anderes. Und kleine Ausnahme, aber beim Rat wissen wir überhaupt nicht, wie zum Beispiel die Bundesregierung abstimmt, außerdem macht es selber transparent, aber wir wissen ja nicht, welche Regierung bringt welche Änderungsanträge ein, verhält sich zu welchen Änderungsanträgen, stimmt wofür. Das erleben wir als Abgeordnete sehr konkret, wenn wir in den Trilogen sitzen, in den Sitzungen, wo wir jetzt endlich aus der Parlamentsposition, der Ratsposition ein gemeinsames Gesetz basteln. Dann sagt uns der Ratsvertreter dann immer, nee, also der Rat ist da komplett dagegen. Wir wissen aber gar nicht, vielleicht war es ja nur eine knappe Mehrheit. Der weiß das von uns ganz genau, der weiß, wo er reingehen kann, weil er die Abstimmung live verfolgt hat. Und wir wissen es beim Rat nicht. Und da haben wir also ein großes Problem. Aber ich glaube auch, bevor wir die große Revolution unbedingt ausrufen, machen wir gerne mit, aber auch vorher können wir schon vieles tun, weil ganz viele von den Problemen, die wir jetzt ja auch schon angesprochen haben, die es insgesamt gibt, die sind ja Dinge, da wissen wir ja schon, was wir machen könnten. Klimakrise ist halt so ein Ding. Ja, das Gute an der Klimakrise ist ja, wir wissen, was zu tun ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir da sitzen und denken, oh mein Gott, was müssten wir tun? Was könnte man nur tun gegen die CO2-Emissionen? Wir wissen es. Wir müssen es nur tun. Wir brauchen dafür die politischen Mehrheiten. Und deswegen sage ich auch einerseits, andererseits zu dem Optimismus. Einerseits absolut. Ne? Wir wissen, was wir tun müssen. Das ist ein Klacks gegenüber dem, was unsere Vormütter und Vorväter hingekriegt haben, diesen gemeinsamen Kontinent aufzubauen, nach Krieg, aus Schutt und Asche, also ne, was die geschafft haben. Wir müssen nur einen Bruchteil davon auch machen. Das muss doch möglich sein. Aber andererseits halt sehe ich auch, was die Klimastreikenden sagen. Die sagen, hey Leute, ja, es brennt. Wir müssen jetzt was tun. Wir haben nämlich in der Tat nicht so viel Zeit. Und wenn ihr doch wisst, was zu tun ist, warum passiert es dann nicht? Und das ist halt schon sehr frustrierend. Und das, glaube ich, braucht auch so ein bisschen so ein Sense of Urgency, wie wir Neudeutsch sagen. Wow, das ist echt sehr Leute. Das habe ich noch nicht gehört. Wir müssen das Englische jetzt... Das sind die modernen Grünen. Das sind die modernen Grünen. Genau. Also wir brauchen schon das Gefühl, da muss jetzt endlich was passieren und nicht, ja mein Gott, das können wir später machen. Das sehen wir auch gerade bei der Kommission, die macht großartige Klimaziele, also nicht ganz großartig, aber immerhin, sie macht Klimaziele für 2050 und dann wird die Welt toll sein, das Klima ist gerettet, wir haben super viele Arbeitsplätze geschaffen, tolle Sache. Aber ich frage mich halt, wenn das so toll ist, 2050, warum machen wir denn jetzt nichts? Warum steht da nichts drin zu dem, was wir 2020, 2025, 2030 und so weiter machen? Und das ist halt so ein Problem. Wir können nicht darauf warten, dass uns irgendein Wunder rettet in der Klimakrise. Das müssen wir schon selber machen, aber die gute Nachricht ist eben, wir können. Wir müssen nur wollen. Vielen Dank. Jetzt. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei dem Thema, was ich gerne vielleicht mit zwei, drei Fragen behandeln würde, nämlich Klimakrise. Frau Barley, Sie haben gerade schon gesagt, Sie würden gerne antworten. Haben die Sozialdemokraten eigentlich den Sense of Urgency, wenn es ums Klima geht, europäisch gedacht? Allerdings, aber wir müssen es jetzt eben auch machen. Ne? Also ich habe Herrn Welzer nicht so verstanden, also wir sind diejenigen, die es umsetzen müssen, so das wollte ich damit sagen. Ich habe Herrn Welzer jetzt nicht so verstanden, möge er mich korrigieren, dass es um Optimismus geht, einen überbordenden, sondern es geht darum, die Erzählung von der positiven Seite anzufangen. Und deswegen schlucke ich auch immer ein bisschen, wenn ich dann höre, ja, wir müssen endlich mal anfangen. Also wir sind die einzige Industrienation auf der ganzen Welt, die gleichzeitig aus Atom und Kohle aussteigt. Die einzige Industrienation auf der Welt, die das tut. Und wir haben ja auch schon einen Kohleausstieg hinter uns. Das ist ja nicht so, als würden wir jetzt anfangen. Ich wohne im Süden von Rheinland-Pfalz. Ich habe das Saarland direkt vor der Tür. Also im Saarland und auch im Ruhrgebiet hat ja schon einmal ein ganzer Strukturwandel stattgefunden. Wir sind wir haben den Entschluss gefasst und wir sind ja sehr, sehr weit aus der Atomkraft auszusteigen. Da kann man jetzt sagen, das bringt für CO2 nichts. Das stimmt. Deswegen sind die Franzosen auch immer ganz schnell dabei, bei den CO2-Zielen sehr ehrgeizige Ziele vorzugeben. Und die Finnen, die jetzt anfangen, neue Atomkraftwerke zu bauen und wo überall jetzt neue Atomkraftwerke entstehen,
weil damit kann man seine CO2-Bilanz super hinkriegen. Aber das wollen wir, also ich will das jedenfalls nicht. Und deswegen finde ich auch da, kann man dann auch mal sagen, wir haben uns schon auf den Weg gemacht. Und wir müssen natürlich ehrgeizig bleiben und ehrgeiziger werden. Jetzt wird es dieses Klimaschutzgesetz dann hoffentlich geben, was zum allerersten Mal es auch wirklich verbindlich macht und am Ende des Tages, so traurig das ist, da kann Herr Welzer vielleicht auch mehr zu sagen, am Ende des Tages geht es ja meistens über einen Geldbeutel. Und dass man eine Verbindlichkeit auch finanziell macht. Also wenn du in deinem Ressort die Klimaziele reißt, dann musst du das aus deinem Ressort auch bezahlen. Und das sind keine kleinen Beträge. Das sind hohe Millionenbeträge, zu denen sich das aufwachsen wird. Also ja, wir müssen da, wo die Themen sind, wo die Herausforderungen sind, müssen wir rangehen und müssen wirklich sehr, sehr ehrgeizig rangehen. Aber ich finde, dann braucht man nicht zu sagen, wir fangen jetzt bei null an. Ich finde, dann kann man auch sagen, auch wenn man im Vergleich zu anderen Staaten unterwegs ist, Polen, die immer noch ewig wahrscheinlich noch auf ihrer Kohle dann auch sitzen werden, da kann man auch mal sagen, da haben wir unsere Anstrengungen auch wirklich gemacht. Und zum Thema Föderale, die Vereinigten Staaten von Europa standen 1925 im Heidelberger Programm der SPD. Ich sage immer, was wäre der Welt erspart geblieben, wenn man damals auf die Sozialdemokratie gehört hätte. 1925. Das ist natürlich bei den allermeisten Themen so, dass man auch die Sozialdemokratie besser hätte hören sollen, Frau Barley. Ne? Herr Welzer, Sie können jetzt antworten. Ich wüsste von Ihnen gerne das können Sie kurz machen, in einem Satz diesen Sense of Urgency in Sachen Klimaschutz bei der SPD-Bundesregierung. Wie sehen Sie den? Und die zweite Frage, da gebe ich Ihnen vielleicht einen Gedanken mit, der für eine längere Antwort auch taugt. Ich finde das Interessante... Ich habe eine Einschätzung von Herrn Welzers Antwort. Insofern, Sie entwerfen ja in Ihrem Buch gerade keinen Masterplan für das große Ganze. Ne? Also Sie malen ja eben nicht eine Vision in 5 Unterpunkten auf, und wenn man die nur richtig umsetzt, dann wird es was mit dem Klimaschutz. Was Sie stattdessen machen, ist, dass Sie im Grunde viele kleine Transformationen anregen, die sich vernetzen, modular. Und eine Idee, die mich total angefixt hat, um es mal konkret zu machen, ist die autofreie Stadt Hannover. Das fand ich eine irre Vision, wenn ich mir Hannover vorstelle. Können Sie an diesem Beispiel mal erzählen, wie sozusagen dieser Prozess der kleinen Transformation funktionieren würde? Also wie kriegen Sie Hannover autofrei? Ja, das mache ich sehr gerne. Und die andere Frage haben Sie ja selbst zutreffend beantwortet. Insofern kann ich gleich auf das Autothema eingehen. Das ist übrigens auch egal. Ich habe Hannover in dem Buch nur deswegen drin, weil Hannover die erste autogerechte Stadt in Westdeutschland gewesen ist. Was übrigens historisch nicht ohne Pikanterie ist, weil die Planung der autogerechten Stadt aus Albert Speers Planungsstäben kam und der Stadtbaudirektor von Hannover, wie übrigens viele andere Stadtbaudirektoren auch, nach dem Krieg eben genau von Speer gekommen sind, sich gefreut haben, dass die Alliierten die Städte platt gemacht haben, sodass man die autogerechte Stadt auf... Ja, das ist historischer Zynismus, das ist nicht mein Zynismus, das war so. Ja? Und dann hat man die autogerechte Stadt gebaut. Und ich finde es sinnfällig, wenn die erste autogerechte Stadt die erste autofreie Stadt werden könnte. Und es gibt gewissermaßen einen Entwicklungspfad, den ich da aufzeige, wie das geht. Aber ich würde es eigentlich hier wegen der begrenzten Zeit versuchen, nochmal von der anderen Seite her, wieso die autofreie Stadt. Ich finde es unheimlich interessant, wie wir über die zentralen Gegenwartsprobleme in der Bundesrepublik in den Städten diskutieren. Ja, da gibt es einerseits eine Feinstaubdiskussion und Umweltbelastung und so weiter. Andererseits gibt es die ganze Superstauproblematik und die Berechnung, wie viel Zeit die Menschen heute ihres Lebens in Staus rumstehen. Dann haben wir eine Mietpreisdebatte mit Real Urgency und
und Immobilienpreise, die ansteigen, und wir haben eine Digitalisierungsfragestellung. Und alle diese Themen, die ich jetzt genannt habe, werden unabhängig voneinander diskutiert, als hätte das alles miteinander nichts zu tun. Jetzt könnte ich das mal ganz anders sagen und sagen, was ist sozusagen das Zentrum all dieser Probleme? Das Zentrum all dieser Probleme ist schlicht und ergreifend das Auto, ein Mobilitätsfeature aus dem 20. Jahrhundert. Warum? Weil wir die Umweltbelastung in den Städten zu ganz, ganz großen Teilen darauf zurückführen können. Okay, leuchtet jedem ein. Der andere Punkt ist, wenn wir über Bodenpreise, über Mietpreise, über Immobilienpreise sprechen, warum verfickt nochmal sprechen wir nicht darüber, wie unendlich viele Flächen nur allein für das Auto vorgesehen sind? In einer Stadt... Das ist dimensional wahnsinnig interessant. Wir haben in München 12,6% der Stadtfläche für parkende Autos, für Parkende, nicht für Fahrende. Ja? Wir haben 47% der Stadtfläche versiegelt. Können Sie mal ausrechnen. Straßen, Unterführungen, Überführungen, Parkplätze, Parkhäuser und so weiter und so weiter. Völlig unverbundene Debatte zum Mietpreis, zur Immobilienspekulation und so weiter. Wird überhaupt nicht drüber geredet. Und wir haben eine Infrastruktur, die Menschen dazu zwingt, sich einander nicht zu begegnen. Was in einer modernen Demokratie, in einer digital durchwirkten Demokratie katastrophal ist, weil wir brauchen analoge Ordner der Begegnung. Menschen müssen sich treffen können. Und in der Aufzählung habe ich natürlich noch diese kriminelle Organisationsstruktur der Autoindustrie vergessen zu zählen. Ja, das ist für das soziale Klima echt nicht förderlich, ja? Wenn diese Leute machen können, was sie wollen, und werden von der Politik ständig geschützt. Und dann könnte ich jetzt noch über den Verkehrsminister sprechen. Aber das ist... Das führt zu weit. Das ist auch nicht zu erwartbar. Das ist ein zu billiger Gag in dieser Runde. Aber wenn ich jetzt sagen würde... Es ist überhaupt nicht weiter schwer. Problem erkannt, wir schmeißen die Autos raus aus den Städten. Dann kriege ich auf all diesen Ebenen einen Fortschritt. Zugleich kriege ich auch mehr Gleichheit und mehr, Lebensqualität, indem ich dann die berühmte Digitalisierung endlich mal dafür nutze, einen wirklich modularen öffentlichen Verkehr herzustellen, der idealerweise kostenlos ist und dann ein Gleichheitspostulat verwirklicht, dass nämlich alle Menschen am öffentlichen Raum in gleicher Weise teilnehmen können und an der Mobilität teilnehmen können. Super Thema für die SPD, würdet ihr euch nie rantrauen. Da würde ich gerne... Den Punkt würde ich gerne weitergeben, wenn ich... Ich möchte nur den einen Satz noch sagen. Ich finde, an so einem Beispiel ist so sinnfällig, was eine konkrete Utopie ist. Eine konkrete Utopie bedeutet, ich kann sofort beginnen, das umzusetzen. Ich brauche Referenzbeispiele, ich brauche ein Quartier, wo das mal gemacht wird in einer Großstadt. Dann kann man das sehen. Ich kann auch Kopenhagen mir angucken. Dann kann man sagen, das kann man machen. Und man wird innerhalb von kurzer Zeit auf diesen ganzen Ebenen, sozial, ökologisch und so weiter, enorme Fortschritte spürbar werden lassen. Das halte ich für ein europäisches Projekt auch. Ich muss jetzt diesen Elfmeter mit der SPD kurz noch aufnehmen und vielleicht... Ja, der allererste heute. Frau Barley, da muss ich Sie zuerst mal outen. Sie fahren nämlich ein unheimlich tolles Auto, wenn ich das mal so ungeschützt sagen darf. Das seit einem halben Jahr in der Werkstatt steht. Echt? Das ist ein Karmann Ghia, also ein Oldtimer. Ne? Wunderschönes cremeweißes Cabrio. Und die Frage, die Herr Welzer stellt, die würde ich gerne weitergeben. Also der Oberbürgermeister von Hannover, das habe ich nachgeguckt, ist natürlich Sozialdemokrat. Stefan Schostock heißt der, glaube ich. Ne? Und ich wüsste gerne... Von Ihnen, also da steckt ja eine ernste Frage dahinter, nämlich die, warum es Parteien manchmal schwer haben und wirklich nicht nur ihre, sondern alle, Utopien zu formulieren. Also mir geht das manchmal so, dass ich Parteiprogramme lese, sei es jetzt von der SPD, von den Grünen, von den Linken oder von der CDU, und ich denke mir, ja, stehen viele richtige Sachen drin, aber es fehlt so das, was funkelt, also was mich sozusagen emotional packt. Und sowas wie autofreie Stadt Hannover, also wenn Sie das auf Plakate drucken würden, ich würde Sie dafür wählen. Also, warum?
Warum tut sich Politik schwer mit Utopien? Dafür gibt es ja viele reale Gründe. Also begrenzte Legislaturperioden, Kompromisshaftigkeit und so weiter. Also es gibt einen spannenden Faktor dabei, und das ist der Mensch. Also das ist häufig jetzt nicht bei allen und bei Ihnen ganz sicher nicht und bei Ihnen sowieso nicht so. Aber es ist ganz häufig so, dass so im Allgemeinen und ganz grundsätzlich das eine tolle Idee ist. Aber wenn es dann ans eigene Leben geht, also jetzt nur damit es nicht immer gegen die SPD geht, darf ich vielleicht, Frau Keller, Sie verzeihen das, mal sagen, wer bei weitem am meisten fliegt, sind die Mitglieder der Grünen. Bei weitem. Die Grünwähler, Entschuldigung, sorry, Sie haben recht, die Grünwähler. Und Wählerinnen auch. Ich hab neulich eine Statistik gesehen, da ist bei der Frage, die haben eine repräsentative Umfrage gemacht, und bei der Frage, wer ist noch nie in seinem Leben in einem Flugzeug gewesen, haben die Grünen 0% erreicht bei dieser Null. Die anderen waren so bei 15, 17 und so, die Grünen bei 0. Das heißt, es ist total easy zu sagen, und vor allen Dingen dann auch zu sagen, teurer machen, weil die Grünenwähler haben ja auch am meisten Geld, weil dann trifft es mich nicht. Ja, das ist so statistisch. Nee, das ist keine Erzählung, das ist statistisch. Ich will das gar nicht polemisieren, ich will nur sagen, der Mensch. Sie nehmen das Beispiel Wohnen. Ich habe mich ja mit dem Thema sehr viel beschäftigt, und wir hatten riesige Anhörungen mal mit ganz vielen Leuten, und da hat eine Repräsentantin der Bundesarchitektenkammer was ganz Interessantes gesagt. Sie sagt, wenn wir für uns den Wohnraum beanspruchen würden, den wir 1960 im Durchschnitt beansprucht haben, dann hätten wir überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die Älteren nicken. Das hat auch was, das ist völlig legitim, dass jeder jetzt sagt, ich möchte aber mit zwei Erwachsenen und einem Kind 140 Quadratmeter haben. Vielleicht nicht mitten in Berlin, aber wenn Sie mal ein bisschen rausfahren außerhalb von Berlin, bei mir auf dem Land, ist das so. Aber dann muss man da ehrlich sein. Also es ist dann eben nicht theoretisch. Und diejenigen, die dann am Ende wirklich das Auto stehen lassen und den öffentlichen Personennahverkehr benutzen, selbst wenn er gut ausgebaut ist, selbst wenn er nicht so viel kostet, das sind eben nicht, die Schnittmenge ist nicht gleich. Und da sind wir dann vielleicht, weil wir so unsere proletarischen Wurzeln haben, vielleicht einfach auch ein bisschen ehrlicher. Und natürlich haben wir auch im Kopf, Wandel braucht Zeit. Das haben wir auch gelernt. Aber das soll uns nicht davon entheben, Utopien zu formulieren. Und ich finde den Ansatz total spannend von Herrn Welzer, weil der kommt viel zu kurz. Wir entwickeln uns gerade durch die Digitalisierung in eine Vereinzelungsgesellschaft. Das hat Folgen. Also diese Gentrifizierung, die im Wohnen stattfindet, man ist nur noch in einem Viertel, die findet mittlerweile ja fast überall statt. Also selbst da, wo es noch analog ist, in der Schule, da gibt es ja kaum noch eine soziale Mischung. Und wenn wir jetzt alles im Internet bestellen, sogar irgendwann unsere Lebensmittel, irgendwann bestellen wir das gar nicht mehr, sondern unser Kühlschrank bestellt das alleine, weil er weiß, dass es alle ist. Ist nicht weit hin, gibt es alles schon. Wir bestellen unsere Möbel im Internet, wir bestellen alles im Internet, wir unterhalten uns im Internet, wir finden unsere Freunde dort, dann finde ich das einen sehr, sehr guten Ansatz und einen, den wir als Utopie auch formulieren sollten und müssen, auch wenn er ein bisschen abstrakt ist. Diese Gemeinschaft, wir reden ja oft von Solidarität und Zusammenhalt als Sozialdemokratie, die muss auch von realen Menschen im realen Raum gelebt werden. Und diese Räume, wo wir zusammenkommen, die müssen wir schaffen. Ob das jetzt dann unbedingt die S-Bahn sein muss, weiß ich nicht. Weil meine Erfahrung, ich fahre sehr gerne mit öffentlichem Personennahverkehr, dass man da jetzt unbedingt ständig ins Gespräch kommt, ist jetzt nicht unbedingt so. Aber wir brauchen, und das ist dann immer angenehm ist, aber wir brauchen diese Räume, wo wir wirklich zusammenkommen, und wir müssen den Anspruch weiterhin haben, dass wir als Menschen miteinander kommunizieren face to face. Ja, Applaus. Frau Keller, Frau Barley hat gerade die Flugleidenschaft der Grünen Wähler angesprochen. Ich möchte noch ein bisschen beim Klima bleiben. Ich hatte neulich einen Schlüsselmoment mit Ihrer Partei. Und zwar hat ein Bundestagsabgeordneter, der ist jetzt nicht besonders bekannt, Dieter Janicek heißt der, hat einen Vorschlag unterbreitet, der darauf hinauslief, dass man Fliegen budgetiert.
Also, dass man sagt, jeder Mensch, jeder hier im Raum bekommt 3 internationale Flugpaare, also im Grunde 6 Flüge, hin und, also 3 hin und zurück pro Jahr. Und wer, also sehr viel, für, wenn ich jetzt mein persönliches Konsumverhalten anschaue, ist es viel. Und alles, was darüber hinausgeht, also Vielflieger, müssen sich das Recht dazu erkaufen. Also die müssen dann ein bisschen mehr zahlen. Und ich fand dieser Vorschlag, der hatte was total Bestechendes, weil das sozusagen erstens mal vorsichtig Verzicht intoniert hat in unserem Diskurs. Also es ging plötzlich darum, dass man sich vielleicht auch mal mäßigen könnte. Der hatte eine soziale Komponente, weil im Grunde die, also zugespitzt, die Krankenschwester, die einmal im Jahr nach Mallorca fliegt, die hätte sich nicht einschränken müssen. Und viel fliegende Manager, die hätten im Grunde mehr bezahlt. Deswegen fand ich den Vorschlag gut. Und das Interessante war jetzt, und jetzt kommt der Schlüsselmoment, war die Reaktion ihrer Parteispitze. Die haben nämlich, die haben sich so erschreckt, als hätte Dieter Janicek vorgeschlagen, alle deutschen Autobahnen abzureißen oder so. Also das heißt, die haben den Vorschlag totgetreten und zwar sofort abgeräumt mit so einem nicht sinnvoll, machen wir nicht, keine Chance. Und meine Frage an Sie ist, sind die Grünen feige geworden oder was war das für eine Reaktion? Also ehrlich gesagt, als ich den Vorschlag zuerst gehört habe, dachte ich, mein Gott, 3-mal international fliegen, wer macht das denn so viel im Jahr? Ja, also was für eine absurde Deckelung. Ich fand den Vorschlag wirklich nicht zielführend. Erstens, weil irgendwie mega viel. Zweitens geht es doch genau darum, dass wir ein anderes Mobilitätskonzept und Denken entwickeln, dass wir nicht drüber nachdenken, wir müssen auch den Flug irgendwie teurer machen, aber es geht doch davon, wie komme ich von A nach B in der Art und Weise, es nicht den Planeten schädigt, dass es komfortabel ist, aber dass es auch bezahlbar ist. Und wir sind ja in einem relativ kleinen Kontinent in der Europäischen Union, man denkt es immer nicht, aber wenn wir so auf den Globus gucken, ist Europa ziemlich klein. Es muss doch möglich sein, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir wieder zum Beispiel Nachtzüge haben, die europäischen Städte miteinander verbindet. Also früher gab es Nachtzüge von Berlin nach Brüssel und andersrum. Die haben direkt 2009, genau als ich gewählt worden bin, dann gab es die nicht mehr. Es brauchen jetzt unsere schwedischen Kandidatinnen und Kandidaten, die waren neulich in Brüssel, haben mal geguckt, wo sie sich demnächst befinden werden. Die haben 20 Stunden mit dem Zug von Stockholm nach Brüssel gebraucht. Es ist absurd. In manche Ecken kommt man überhaupt nicht mit dem Zug. Und ja, in Deutschland ist es ja am schlimmsten, ja, weil hier alle Nachtzüge abgeschafft worden sind. Das Einzige, was uns noch rettet, ist die österreichische Bahn, die so ein paar Nachtzüge anbietet. Also es ist katastrophal. Das heißt, wir brauchen ein ganz anderes Mobilitätsdenken. Deswegen fand ich den Vorschlag auch wirklich überhaupt nicht zielführend. Trotzdem. Aber ist das ein Argument? Denn also ich würde ja sofort zustimmen, Nachtzüge sind natürlich wunderbar, aber ja, bis dahin wäre ein bisschen weniger Fliegen auch gut fürs Fliegen. Absolut, absolut. Ja, also Fliegen ist ja eine der größten Katastrophen überhaupt. Und wir haben ja auch so krasse Bevorteilung von Fliegen, ne? Kerosin nicht besteuert. Aber warum ist der Vorschlag dann dumm? Also ich verstehe das wirklich nicht. Wer macht denn 3 internationale Flüge im Jahr? Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn man genau das Bahnfahren, was ja jetzt schon möglich ist. Also ich kann an sich ohne Probleme bis Barcelona mit dem Zug fahren. Aber dass man das bezahlbarer macht, möglicher macht, dann braucht man nämlich auch nicht fliegen. Aber trotzdem ist das ja auch eine interessante Studie sozusagen zu dem, was Sie vorhin gefragt haben. Nämlich, wie ist das denn? Warum haben die Parteien keine konkreten Utopien im Wahlprogramm stehen? Ja, versuchen Sie einmal, ein Veggie Day in Ihr Wahlprogramm zu schreiben. Dann wissen Sie, was passiert. Dann wissen Sie, warum Sie vorsichtig mit sowas sein müssen. Die absurde Idee, ja, alle Katholiken, ich weiß gar nicht, ob die Protestanten das auch machen, machen das schon seit Jahrtausenden. Es ist überhaupt kein Problem. Sogar die CDU-Kantine macht das. Und dann müssen wir es aber einmal irgendwo reinschreiben und es gibt einen Mega-Aufschrei. Und es gibt dann auch niemanden, der sich verteidigt. Es gibt niemanden, der auch sagt... Ich verteidige das. Die Taz auch. Also, ja, wir also stehen da. Danke schön, danke schön. Much obliged. Aber es ist halt echt ein Problem. Also wenn Sie das einmal durchgemacht haben, dann sind Sie wirklich viel vorsichtiger hinterher. Ich würde da gerne. Können ja die Wählerinnen und Wähler was dran ändern. Ich würde gerne zu beiden Punkten was sagen. Ich finde, die Grünen sind da auch völlig fantasiefrei. Die Sache mit dem Veggie Day wäre völlig anders ausgefallen, wenn ihr einfach gesagt hättet, wir sind gar nicht so. Ihr dürft einmal die Woche Fleisch essen. Ja, und das.
ja, und das meine ich sogar ernst, weil man muss sich doch nicht auf die Debattenvorgaben der anderen einlassen, dann ironisiert das doch. Macht eine paradoxe Intervention, was sagt denn die Bild-Zeitung dann dazu? Jetzt wollen sie uns ganz an den Kragen oder sowas. Das sagen sie aber bei einem Veggie-Day auch. Also man muss doch nicht auf diese Pavloschen Routinen reinfallen. Habt doch mal mehr Freude, mehr Spaß und traut euch mal was. Der andere Punkt... Das nehme ich jetzt als Aufforderung mit. Und der andere Punkt, da wäre ich jetzt wirklich, also ich bin total auf Dieter Janeczeks Seite. Und ich würde sagen, wenn man jetzt hier Fridays for Future Aktivistinnen im Raum hätte, die würden jetzt an dieser Stelle genau Folgendes sagen. Ihre Antwort war exakt die, die niemand hören will. Die will überhaupt niemand hören, weil sie haben die ganze Girlande gedreht, was man erst und stattdessen und sonst was machen könnte, müsste, sollte und überhaupt nicht darüber gesprochen, dass dieser Vorschlag ein konkreter Vorschlag ist, der Menschen etwas wegnimmt. So. Und das ist extrem wichtig bei der ganzen Klimadebatte, dass wir aufhören zu lügen. Diese riesige Lebenslüge, dass die ganze Gesellschaft und die Wirtschaft weiter so funktioniert wie jetzt. Niemand muss anders reisen, niemand muss kleinere oder keine Autos haben, niemand muss kleinere Häuser haben. Diese ganzen magischen Textbausteine, Wohlstand und Klimaschutz gehen ohne weiteres zusammen. Total Bullshit. Es stimmt einfach nicht und es stimmt von jeder Rechnung her nicht. Und genau das ist der Punkt, der bei Fridays for Future artikuliert wird. Genau das ist es. Die artikulieren nämlich ein Gerechtigkeitsproblem und die Gerechtigkeit, die hier im Raum steht, ist die ein ausufernder, völlig sinnfreier, materieller Steigerungswohlstand gegen Zukunft, ja? Gegen Verhunzung eines Jahrhunderts oder als Generationengerechtigkeit eine Wegnahme der Gestaltungsmöglichkeit derjenigen, dessen Jahrhundert das eigentlich ist. Um die Frage geht's. Und da trauen sich die Grünen natürlich überhaupt nicht ran. Deshalb kommen ja diese mythischen Vorstellungen, es gäbe ein grünes Wachstum. Das gibt es genauso wenig wie ein lila gestreiftes oder rosa gepunktetes Wachstum. Wachstum ist das Problem, dass uns gegenwärtig diese Steigerungswerte in der ganzen Klimaproblematik mitbringt, entgegen allen Supergirlanden, die man sagen kann und so weiter. Und insofern glaube ich, und jetzt nochmal als Wähler, ich bin ja Wähler, ich bin ja kein Politiker, ja, als Wähler würde ich mir das echt wünschen, dass die Grünen mal von diesem mythischen, wie soll man sagen, das ist eigentlich so ein Anästhesie-Narrativ, was ihr da macht. Frau Keller. Also ich finde, da muss jetzt Frau Keller einmal antworten dürfen und Anästhesie-Narrativ, das ist ein harter Tobak. Und dann würde ich gerne Frau Barley noch was fragen. Ach, ich nehme das sehr gerne mit, ehrlich gesagt, also nicht nur als Anregung, sondern ich finde das wirklich wichtig, ja, weil das Ding ist, wir kriegen halt jeden Tag auf die Klatsche von der anderen Seite, ja, jeden Tag kriegt ihr dieses Verbotspartei, Grüne Mais verbieten, mies machen, die wollen die Wirtschaft kaputt machen, das hören wir jeden Tag 50 Mal. Es ist wirklich gut, das von der anderen Seite zu hören. Wir brauchen mehr Druck von der anderen Seite, ja, damit irgendwie auch gesellschaftlich klar ist, es gibt nicht nur die Leute, die sagen, ja, wir wollen aber irgendwie 150 auf der Autobahn fahren. 150 ist ja viel zu wenig, die wollen ja 200 auf der Autobahn fahren. Das ist total wichtig, das muss auch lauter und hörbarer werden. Wir brauchen diese andere Stimme, damit es halt nicht diesen großen, was weiß ich, gesellschaftlichen Konsens auf freie Fahrt gibt, der nur noch von der Taz zum Beispiel unterbrochen wird. Vielen Dank dafür trotzdem. Aber wir brauchen da mehr Stimme, wir brauchen da mehr Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist ein gutes Stichwort. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Die Position, die Herr Welzer formuliert und die hier auch großen Beifall bekommt, wir sind bei der Taz, ist gesellschaftlich natürlich nicht mehrheitsfähig. Ist meine These. Also sozusagen ein Mensch, der in Wanne-Eickel wohnt und der sein Auto braucht und der von mir aus bei einer Sicherheitsfirma arbeitet, der hat eine ganz andere Vorstellung von Konsum, von dem, was er für seine Kinder vielleicht auch erreichen will, als die Herr Welzer formuliert. Also die hat nämlich wirklich mit mehr Konsumieren
irgendwie eine schönere Wohnung, ein größeres Auto und vielleicht auch 2 Urlaubsreisen im Jahr zu tun. Das heißt, die Einstellung zu Konsum, die wir hier gerade alle beklatschen, die ist in Deutschland eine Minderheitsposition. Und Frau Barley, Ihre Partei zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sozusagen sowas auch zusammenbringt. Ne? Also, und meine Frage wäre wirklich nochmal auf die Klimakrise bezogen. Sehen Sie irgendeine Chance, einen ressourcenschonenderen Wachstumsbegriff in dieser deutschen Gesellschaft umzusetzen? Also im Koalitionsvertrag steht das alles drin. Wachstum ist wichtig, Wachstum, wir müssen wettbewerbsfähig sein. Also da wird im Grunde genau dieses ressourcenfressende Verhalten festgehalten. Sehen Sie eine Chance für einen Switch? Also für uns steht logischerweise der Wachstumsbegriff oder Wachsen überhaupt nicht im Vordergrund. Für uns steht diese Frage Solidarität, Zusammenhalt, auch Verteilungsgerechtigkeit. Ja. Verteilungsgerechtigkeit im Vordergrund, weil es ist natürlich genauso, wie Sie es eben beschrieben haben, für unsere Klientel ist das so, wenn man sagt, wenn wir uns alle einschränken, dann klappt das alles schon, kommt bei unseren Leuten natürlich total anders an. Also wir haben eine sehr heterogene Klientel natürlich, aber bei sehr vielen, das war genau das, was ich im Grunde genommen jetzt als Beispiel auch nehmen wollte, wenn Sie eine Familie haben, die auf relativ kleinem Raum wohnt, und denen sagen sie dann, es ist wichtig, dass wir uns alle wieder mal ein bisschen einschränken, was Wohnraum betrifft. Oder dann ist das nicht ganz so easy, wie wenn sie, wie ich jetzt, meine Kinder, mein großer Sohn ist aus dem Haus, mein Kleiner ist auf dem Weg, dann mit wenig Menschen in relativ viel Wohnraum, da nickt man ganz schnell mit dem Kopf. Und wenn man sagt, das soll nicht heißen, dass man das nicht tut, sondern man muss eine ganz andere Kommunikation haben. Also wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt, was man Südeuropa dann ja auch gesagt hat. Das funktioniert einfach nicht. Denen, die individuell alles tun, was sie eben können, aber gesamtgesellschaftlich ist diese Notwendigkeit da, was zu ändern. Aber sie haben dann eben diese Leute, ich habe es jetzt mal auf Europa gezogen, wenn sie den Griechen eben sagen, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, wir alle, und wir müssen die Renten kürzen. Ja, ich weiß, ne? Austeritätspolitik haben wir mitgetragen, wobei wir andere Mechanismen wollten, um das auszugleichen, aber das ist eine lange Geschichte. Aber dann funktioniert das eben deutlich schlechter, als wenn Sie das einer wohlsituierten, gut gebildeten Mittelschicht sagen. Schnall mal deinen Gürtel enger. Deswegen sage ich, das Ziel ist trotzdem richtig. Aber das hatten wir auch bei den Autos immer. Ne? Ihr müsst es am besten ganz abschaffen oder ihr müsst jedenfalls eins haben, was wenig Emissionen hat. Das ist dann für Leute, die sehr weit draußen wohnen, weil sie die Miete eben in der Innenstadt nicht bezahlen können. Und die es sich eben auch nicht leisten können, jetzt das neueste Modell, das sehr schadstoffarm ist, zu holen, hört sich das einfach anders an. Ich möchte da einfach nur mal für Verständnis werben, weil wir eben bei der Taz auch sind, mit auch ihrer Klientel, das ist auch alles gut und richtig. Aber es gibt eben auch noch diese andere Seite. Ich möchte, bevor Herr Welzer das Wort bekommt, ich möchte noch einen Gedanken anfügen, der in eine ähnliche Richtung geht. Es ist ja interessanterweise auch so, dass die Grünen dort die größten Mehrheiten bekommen, wo sie den konservativsten Kurs fahren. Also Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg ist ein Konservativer, der ein paar wenige ökologische Akzente setzt und den Daimler im Grunde schützt, wo er kann. Und das spricht im Grunde genau für diesen Punkt Mehrheitsfähigkeit. Und Herr Welzer, da würde mich schon noch interessieren, also wie wollen Sie sozusagen einen Wachstumsbegriff, den viele als wirklich zu radikal für ihr eigenes Leben empfinden, wie wollen Sie den gesellschaftlich durchsetzen? Also ich wollte erstmal noch auf dieses soziale Argument kommen. Und zwar kommt es mir verdächtig vor, dass das soziale Argument immer genau an der Stelle kommt, wo es um Veränderung von Lebensstilen geht. Nirgendwo anders, wenn wir gesellschaftliche Debatten führen, ist das so im Vordergrund. Plötzlich fallen einem alle dann die Leute aus den unteren sozialen Schichten ein. Und das Argument ist insofern, was Sie gemacht haben, auch ideologisch. Weil wenn wir es empirisch betrachten, dann sind ja diejenigen mit den geringen Einkommen diejenigen mit dem geringsten Carbon Footprint. Okay? Das heißt, wenn wir die Wachstums- und Konsumdebatte führen,
dann sollten wir sie auch dort führen, wo tatsächlich die größten Konsumaufwendungen getätigt werden. Und das ist natürlich einkommensabhängig. Und der andere Punkt ist der, dort wird Statuskonsum erfunden, ja, der sich dann immer weiter, und so funktioniert der Markt in einer Hyperkonsumgesellschaft, immer weiter nach unten dekliniert. Also, dass man auf die famose Idee kommt, dass Kreuzfahrten ein Massentourismusphänomen ist, ist relativ neu. Ja. Übrigens auch völlig unerklärlich, aber das ist eine andere Fragestellung. Ja. Und insofern ist genau hier das soziale Argument anzusetzen, eben wirklich ideologisch, weil es sofort wegblendet von den radikalen Unterschieden auch im Carbon Footprint oder im ökologischen Rucksack innerhalb unserer Gesellschaft, aber natürlich zwischen den Gesellschaften. Und da darf man sich ja hier nicht in die Tasche lügen, ja? Dass selbst Menschen, die im mittleren Einkommensniveau hier sind, im Weltmaßstab fünffach, sechsfach, siebenfach zu viel irgendwie an Aufwand treiben. So. Und insofern glaube ich, sollte man mit diesem Argument etwas sorgfältiger umgehen und man kommt um die Notwendigkeit überhaupt nicht drumherum, diese Aufwände zu reduzieren. Das hat doch gar nichts damit zu tun, ob ich damit Lebensqualität einschränke. Ja, ich schränke doch Lebensqualität auf einem Kreuzfahrtschiff ein. Also jemand, der freiwillig sich auf sowas begibt, hat doch sozusagen, also um den verstorbenen Karl Lagerfeld zu zitieren, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Und jetzt kommt der andere Aspekt, nämlich die Sache mit den Mehrheiten. Wenn man politisch Dinge anders denken will und für unser Jahrhundert so zwingenderweise denken muss, die zentrale Frage des 21. Jahrhunderts ist die ökologische Frage. Das ist einfach so. Und alle sozialen Fragen, alle Fragen von Migration, von Gewaltkonflikten und so weiter, leiten sich aus dieser Frage ab. Das ist eine absolute Notwendigkeit für alle Parteien, die sich ernst nehmen, dieses ins Zentrum zu stellen. So. Und dass ich im Augenblick unter den gesellschaftlichen Machtverhältnissen das nicht sofort mehrheitsfähig kriege, das ist doch klar. Aber so funktioniert doch Politik nicht und so funktioniert gesellschaftliche Transformation doch nicht. Wenn ich als allererstes denke, wie kriege ich es mehrheitsfähig, dann habe ich in dem Gedanken ja schon vergessen, worum es geht. Ja? Sondern... Naja. Ja. Ja. Das stimmt, aber das ist natürlich auch ein bisschen unpolitisch. Also an Mehrheitsfähigkeit. Es ist nicht nur unpolitisch. Mehrheitsfähigkeit entscheidet sich Durchsetzung. Es ist auch einseitig, weil Sie haben natürlich völlig recht. Der Klimafaktor determiniert nachher ganz viele andere Dinge. Aber es stimmt eben auch umgekehrt. Wenn Sie es so machen, dass Sie die Menschen komplett verlieren dabei. Und wir sehen gerade, das ist gerade der Fall in der Lausitz. Da passiert das gerade. Dann haben Sie da AfD-Anteile von 40% und mehr. Und dann passiert am Ende das, was in den USA passiert. Dass Sie dann einen Präsidenten bekommen, dem Klimapolitik scheißegal ist. Der aus allem aussteigt, der mit Fracking weitermacht und mit Öl und mit allem Schlimmen, was Sie sich vorstellen können. Und das finde ich, das ist nicht populär, wenn man das sagt. Und ich sage es auch selten in so großen Runden, aber das muss man auch mit berücksichtigen. Es ist nicht nur der einseitige Zusammenhang, Klima determiniert das andere, sondern am Ende des Tages, wenn Sie die Menschen so zurücklassen, wie das im Moment droht, in Kohleregionen zu passieren, dann haben Sie am Ende auch einen Backlash für die Klimapolitik. So, Frau Keller sagte auch noch was zu und ich wollte Ihnen mitteilen, dass wir danach die Publikumsrunde einläuten würden. Also wir müssen um 20 nach scharf Schluss machen, weil Frau Barley zum Flughafen muss. Ja, darf ich dazu jetzt vielleicht mal was sagen? Weil europäischer Wahlkampf ist nicht anders. Nee, es ist nicht europäischer Wahlkampf, sondern ich wohne in Trier. Ich arbeite in Berlin. Auch die Region Trier muss vertreten werden in Berlin. Wenn ich mit dem Zug fahre, dann brauche ich 9 Stunden. Ich habe an diesem Wochenende einen Tag frei. Das ist das normale Politikerleben. Wenn ich 9 Stunden Zug fahre und 9 Stunden zurück, dann habe ich, ne, können Sie sich vorstellen. Also deswegen bitte ich um Verständnis dafür, dass ich tatsächlich dafür den Flieger nehme. So, und wir machen dafür um 20 nach Schluss. Sie können sich schon mal Ihre Fragen überlegen. Und jetzt darf Frau Keller noch einmal abschließend was
zu der Diskussion. Ja, ich bin da eigentlich total bei Katharina Barley. Wir müssen das Soziale und das Ökologische und vor allem die Klimafrage zusammendenken. Zum einen, weil in der Tat es ja so ist, dass ärmere Leute global viel weniger zum CO2-Ausstoß beigetragen haben und beitragen, als das Leute mit höherem Einkommen tun, die nämlich in Urlaub fliegen und große Haus heizen und so weiter und so fort. Deswegen ist die Klimakrise eine soziale Frage und das gilt natürlich auch andersrum, dass wir gucken müssen, wie gehen wir es an, dass wir halt nicht so Macron-mäßig halt irgendwie das Benzin krass besteuern und die Reichensteuer abschaffen, sondern dass wir uns andere Modelle überlegen, die es ja schon gibt, zum Beispiel wie in der Schweiz ein Energiegeld, wo man über die CO2-Bepreisung das Geld wieder pro Person zurückzahlt, damit sowohl die Leute mit niedrigerem Einkommen unterstützt sozusagen, als auch die Leute, die weniger CO2 emittieren. Also man hatte doppelte Lenkungswirkung. Da kann man Sachen machen. Und auch bei uns sind ja Leute, die zum Beispiel in ärmeren Stadtteilen wohnen, am meisten betroffen von Erhitzung in den Stadtteilen und so weiter. Also das beides gehört absolut zusammen. Und ich komme aus Brandenburg, ich komme aus der Lausitz. Ja, uns begegnet diese Tage Frage täglich. Allerdings muss ich zur Lausitz auch sagen, was immer vergessen wird, es gibt Leute, ja, die arbeiten in der Kohle, aber es gibt auch Leute, die wohnen auf der Kohle und die werden irgendwie immer vergessen in dieser Gleichung. Und die Frau, die aus den Kohledörfern uns vertreten hat in der Kohlekommission, die war auch die Einzige, die nicht dem Kompromiss zugestimmt hat, weil sie gesagt hat, das geht nicht zu weit, das ist keine Planungssicherheit. Weil was genau diese Kohlereviere brauchen, ist vor allem Planungssicherheit. Und wenn wir halt sagen, naja, wir verschieben es noch ein bisschen, dann haben sie genau das nicht. Man denkt dann immer so, das rettet uns jetzt noch ein bisschen, aber was wir eigentlich brauchen, ist Planungssicherheit, neue Ideen. Wir brauchen eine Landesregierung, die da richtig aktiv reingeht, die unterstützt. Wir brauchen die Bahnanbindung und so weiter, das braucht ein Komplettpaket. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir Leute mitnehmen, auch dabei zu sagen, wie entwickeln wir denn die autofreie Stadt? Gehört das Windrad bei uns im Dorf? Gehört das uns allen? Oder ist das irgendwie so ein Unternehmenspark-Dings da? Da kann man unglaublich viel machen. Deswegen bin ich auch da optimistisch, dass das zusammengeht. Wir müssen es halt nur auch wirklich immer zusammengehen sehen, egal über welches Thema wir gerade reden. Vielen Dank. So, jetzt würde ich, wie gesagt, die Publikumsrunde eröffnen. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Saalmikrofone. Eins, ja. Und zwei, sehr gut. Und also Vorschlag für die Spielregeln wäre, dass wir sammeln, also dass wir vielleicht immer drei Fragende aufschreiben und Sie vielleicht dazu sagen, wen Sie adressieren. Das macht es mir ein bisschen leichter. Und ich würde es natürlich gerne quotieren. Das heißt, die Frauen sind aufgerufen, offensiv zu fragen. So, haben wir Wortmeldung? Hier vorne ist eine Dame. Ja, ich habe mal eine Frage an die beiden Damen. Ich lasse den Herrn Welzer außen vor. Wir reden immer davon, das ist nicht böse gemeint. Wir reden immer davon, wie wir in verschiedenen Sachen Dinge ändern können. Und ich sehe das als Wähler so, Sie legen die Verantwortung in die Hand der Wähler. Sie als die Regierung sitzen da und sagen, ja, die Wähler müssen etwas ändern, die Menschen müssen etwas verändern. Die Begierden werden doch geweckt. Und ich stehe hier als Wähler vor Ihnen und sage, die geweckten Begierden werden aus meiner Perspektive, ich bitte um Korrektur, falls das nicht so sein sollte, durch die Politik unterstützt. Die Politik sitzt da und sagt, ja, wir müssten hier was ändern, wir müssten da was ändern, wir brauchen eine Planungssicherheit. Wann geschieht etwas? Es passiert Folgendes in Sachen Auto. Wir haben jetzt eine ganz tolle Lösung gefunden. Wir reduzieren die Geschwindigkeit auf 30 km/h. Und wir sperren Straßen, was zur Folge hat, dass die Autofahrer Umwege durch bewohnte Gebiete fahren, wo sich enorme Staus entwickeln werden und die eine vielfache Belastung meines Erachtens nach auch darstellen. Das ist doch keine Lösung, das ist doch ein Kurieren an den Symptomen. Das ist doch, wenn ich einem kleinen Kind... Frage, wenn ich... Das ist jetzt meine Frage. Ich gebe jetzt einem kleinen Kind Süßigkeiten, lege die Verantwortung in die Hände des Kindes und sage, du isst da was nicht ganz Gesundes, aber bitte mach du dir Gedanken. Wie stellen Sie sich das vor, wie man das unter einen Hut bringen kann? Vielen Dank, ist angekommen an Frau Barley und Frau Keller. So,
Dann haben wir einmal da hinten den Herrn, der sitzt, genau. Ja, eine Frage an Frau Barley erstmal. Also ich sehe das mit der Lausitz ein bisschen anders. Oder da hat ja sowohl die letzte Bundesregierung als auch diese wenig getan, um gerade die Utopien, wie man mit strukturschwachen Regionen umgehen kann, da Visionen zu entwickeln und Entwicklungspfade, sondern hat sich ja einfach der Braunkohle weiter verschrieben. Und jetzt frage ich Sie, warum lässt sich diese Bundesregierung jetzt von einer Kohlekommission erpressen, 2 Milliarden Strukturmittel die nächsten 20 Jahre in diese 3 Bundesländer zu geben, wenn gerade die Vorschläge aus Brandenburg, die kommen, überhaupt gar keine ökologisch-sozialen Visionen darstellen, was mit diesem Geld gemacht werden soll. Und vielleicht könnte Herr Welzer nochmal, er hat es ja sehr deutlich gemacht an der autofreien Stadt, nochmal Frau Barley kurz erklären, wie man die nicht nur Wohnungspolitik wieder alleine singulär und sektoral denkt, sondern eben das Zusammendenken mit Digitalisierung, Wohnungsmärkten und Verkehr. Weil das fand ich sehr schade, dass Sie das überhaupt nicht aufgenommen haben. Und gerade Ihr Ministerium hätte ja auch die Möglichkeit, im Bereich, dem Bereich mehr zu tun. Vielen Dank, ist angekommen. So, noch eine dritte Dame, wenn wir haben. Ja, ich weiß, Quotierung ist immer... Wenn wir keine Frau finden, dann den Herrn hinter ihr. Haben wir jemanden? Entschuldigung, ja bitte. Es wird vielleicht keine Frage, aber... Eine Frage wäre aber schon schön. Also wir möchten keine Co-Referate. Also vielleicht, ja, vielleicht sagen Sie Ihre Meinung und stellen eine Frage dazu. Dann haben wir es zusammengebracht. Ja, also ich möchte nochmal auf die motorisierungsfreie Stadt zurückkommen. Und es wird immer gesagt, man muss die Menschen mitnehmen, man kann es nicht bestimmen. Vorhin brachte Herr Welzer die Stadt Kopenhagen ins Spiel und sie ist ein klassisches Beispiel dafür, dass diese Stadt einen Stadtplaner beauftragt hat, ein Konzept zu entwickeln. Und mittlerweile, in kurzer Zeit, hat es diese Stadt geschafft, dass 50%, das sind 300.000 Kopenhagener, im Sommer und im Winter mit dem Fahrrad fahren. Und der Nebeneffekt, der dabei eingetreten ist, ist auch, dass die Gesellschaft zusammengerückt ist. Das heißt, es gibt eben diese analogen Treffen ganz automatisch. Die entwickeln sich ganz automatisch. Man muss nur den Mut haben, dass eben neue Regeln mal festzulegen und sie auch durchzusetzen. Das heißt, vielleicht den Blick von Herrn Welzer auf Kopenhagen nochmal? Ja. Um das, ja? Ja. Okay. Dann, dann fangen wir an mit der Frage der Dame hier vorne an Frau Barley und Frau Keller. Also das war, ich fasse es zusammen, schiebt die Politik zu sehr den Bürgerinnen die Verantwortung zu? Stichwort Kind. Und sie brachte das Beispiel von den Straßensperrungen, was im Grunde das Problem nur in andere Straßen verlagert. Frau Barley. Also ich hab schon ein bisschen Schwierigkeiten damit, Wählerinnen und Wähler jetzt mit kleinen Kindern zu vergleichen, denen man Süßigkeiten hinlegt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht mein Bild von Wählerinnen und Wählern. Ich glaube... Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, wie Sie es meinen. Ich glaube, dass wir eine Mischung brauchen aus Verboten, die manchmal sein müssen, und Anreizen. Vielleicht ist es das in die Richtung, in die Sie gehen. Und das sehen wir ja nun an, Sie haben das Beispiel Autos gebracht, dass man auf der einen Seite Grenzwerte hat und auf der anderen Seite, die widersprechen sich auf europäischer Ebene, das ist aber ein eigenes Thema, und auf der anderen Seite eben auch Anreizwirkungen hat. Also dass, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir dringend flächendeckend kostenlosen ÖPNV als Ziel haben müssen, also Busse insbesondere. Dass das Ziel sein muss, also dass sie auch eine Alternative anbieten. Insofern möchte ich das, Herr Keller, auch ausdrücklich unterstützen. Es geht nicht nur, dass man sagt, das eine geht nicht mehr, sondern man muss immer daneben auch eine Alternative anbieten. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass wir davon leben, als Menschen, die Politik machen, dass wir auch eine Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern haben. Nur so funktioniert Politik. Und das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage, wie es uns gelingt, auch unsere Ansichten, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick mal nicht so populär sind, am Ende des Tages auch zu vermitteln. Ich finde, es greift so ein bisschen
ja, will ich Feigheit sagen, in der Politik um sich. Also je mehr wir diese Bewegungen sehen, die sich formieren, umso schneller heißt es, oder sind ganz viele Menschen auf der Straße, jetzt müssen wir das und das sagen und es geht gar nicht mehr. Also ich erlebe das nur noch sehr vereinzelt, dass man auch mal sagt, hier sind aber auch mal Punkte, wo man auch mal sagen kann, das kann man auch anders sehen. Also Politik scheint mir ein bisschen feiger zu werden. Vielleicht ist das ein Punkt, wo wir auch arbeiten müssen. Ich habe da im Moment eine Baustelle, wo ich sehr unterwegs bin, aber das kommt vielleicht heute gar nicht zur Sprache. Bei der Lausitz. Also die Kohlekommission hat ja bis auf die eine Stimme... Ach so, die Frage ging auch an Frau Keller, aber machen Sie... Nee, dann machen wir erst... Machen wir erst die eine Frage, dann... Okay. Also nochmal das Stichwort Wähler und Verantwortung. Also schiebt die Politik Verantwortung auf Wähler ab? Ja, aber also... Was ist auch die Politik? Ne? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch unterschiedliche politische Akteure und Akteure sehen, weil das, also wir gerade als Europaabgeordnete sind wir da sehr geschädigt, ne? Weil es immer heißt, Brüssel macht dies und macht jenes. Und wir sagen, wer eigentlich? Wer hat das entschieden? Sagt, schlägt die Kommission was vor? Hat der Rat was entschieden? Welche Mitgliedsländer überhaupt? Was sagt das Parlament? Und überhaupt im Parlament haben wir auch unterschiedliche Fraktionen, die unterschiedliche Meinungen haben. Und genauso ist es auch im Bundestag. Wir haben eine Regierung, die besteht aus drei verschiedenen Parteien. Vergisst man immer. Dann haben wir auch noch eine Opposition, die besteht auch aus drei verschiedenen Parteien. Es gibt unterschiedliche Stimmen, es gibt Landesregierungen und so. Und ich glaube, es ist total wichtig zu gucken, wer ist eigentlich mein Problem? Also mit wem bin ich nicht einverstanden? Damit man da dann die richtigen Leute adressiert mit dem, was man erreichen will. Das zum die Politik, ne? Weil natürlich als Politikerinnen und Politiker können wir das alle nicht hören. So. Und was aber auch, glaube ich, wichtig ist, dass wir alle gemeinsam eine Verantwortung haben. Ne? Wir sind ja nicht ein Land, wo irgendwer macht irgendwelche Entscheidungen und der Rest der Welt muss damit leben, sondern wir sind eine Demokratie, wo die Parteien gewählt werden oder die Einzelpersonen und die Mehrheiten finden, die machen halt die Regierung. Das ist ja, fällt ja nicht vom Himmel, das kommt ja irgendwo her. Ne? Und ich mache super. Ja, manchmal wollen ja auch nicht. Kommt auch vor, genau. Und ich erlebe so viele Veranstaltungen, wo die Leute sagen, ja, mein Gott, was gerade zu TTIP, ne? So, warum macht ihr das? Ich sage, ja, ich will das nicht. Ja, wenn ich die Mehrheit oder wenn wir die Mehrheit hätten, hätten wir es nicht gemacht. Aber dummerweise haben andere Parteien die Mehrheit. Aber es muss ich halt auch, hätten wir gemacht. CETA zum Beispiel. Aber es kommt halt immer darauf an, wer hat die Mehrheit. Und das entscheidet die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Nicht irgendwer Komisches, wird nicht irgendwo ausgeklingelt. Das entscheiden sie alle, wir alle, die Menschen da draußen. Und als politische Parteien versuchen wir natürlich, Mehrheiten zu finden. Also wir versuchen, Menschen von unserem Programm zu begeistern, klappt anscheinend nicht immer gut, und mitzunehmen in der Tat dafür, dass die dann uns bei uns ankreuzen oder bei Frau Barley ankreuzen oder wo auch immer ankreuzen, je nachdem. Und dann haben wir als Gewählte dann eine Verantwortung, das umzusetzen, was uns aufgetragen wurde. Und dann klappt manchmal mehr gut und weniger gut und dafür kriegen wir dann wieder einen auf den Deckel oder auch manchmal für Sachen, die wir eigentlich gemacht haben. So funktioniert das Zusammenspiel. Ich glaube, wir haben alle eine Verantwortung, die irgendwo liegt. Wir sehen doch uns auch alle als Mitwirkende. Ich meine, Sie sitzen ja nicht hier und denken, ja, die sollen mal irgendwas machen, ich gucke mal zu. Ne? Sie gestalten doch Ihr Umfeld aktiv mit. Sie interessieren sich doch dafür, was in Ihrer Nachbarschaft passiert, was in der Welt passiert, ob Sie Radfahren oder sonst was. Deswegen, wir alle gemeinsam gestalten die Welt. Und vielleicht haben Sie auch mal Lust, die Seiten zu wechseln und sich aufstellen zu lassen. Warum nicht für irgendeine Wahl? Machen Sie, wir haben das ja auch irgendwann mal einfach so gemacht. Ne? Wir sind auch nicht vom Himmel gefallen. Voilà, es geht. Kann man machen. Es ist also eine gemeinsame und geteilte Verantwortung. Passen Sie auf, dass Sie nicht mit einem grünen Mitgliedsantrag nach Hause gehen. Ich glaube, Frau Keller, die hat ein paar mit. Frau Barley, es gab die Frage zur Lausitz, also Stichwort Infrastrukturmittel und also erpresst die Kohlekommission die Bundesregierung war. Satz. Also die Kohlekommission hat ja bis auf die eine Stimme einstimmig entschieden. Und also was heißt erpressen? Ohne Geld wird das überhaupt nicht gehen. Wie soll denn das funktionieren? Also wir haben eine Region, wo der wichtigste Wirtschaftsfaktor wegfällt und eine Region, die ohnehin jetzt nicht der, sage ich mal, der Hotspot gerade ist, wo alle sagen, hey, da will ich Arbeitsplätze schaffen. Klar ist aber auch, wenn wir da keine Arbeitsplätze schaffen, dann haben wir ein größeres Problem.
Und das ist ohne Geld einfach nicht zu lösen. Man muss dort kluge Ansiedlungen machen. Wir haben, wie gesagt, im Ruhrgebiet haben wir das ja alles schon mal gemacht. Das ist das Gute, dass wir Beispiele haben. Bottrop zum Beispiel. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, nach Bottrop zu fahren, aber es lohnt sich tatsächlich, weil die haben den Ausstieg aus der Kohle genutzt, um eine nachhaltige Stadt zu werden. Die haben da großartige Projekte, die dann auch Arbeitsplätze schaffen, natürlich nicht in demselben Maße, wie Arbeitsplätze in der Kohle weggefallen sind, aber es war ein ganz wichtiger Faktor. Und so ähnlich müssen wir es in der Lausitz auch hinbekommen. Ist im Moment die Rede davon, dass die Technologien, die wir für die Umwandlung in der Automobilindustrie, also hin zu alternativen Antrieben haben, dass sich da Ansiedlungen dort vollziehen. Da kriege ich natürlich dann auch wieder zu hören von den ganzen Regionen, wo schon abzusehen ist, dass die ganzen Zulieferketten wegfallen werden, wenn der Verbrennungsmotor dann Vergangenheit ist, dass die auch sagen, die sollen aber jetzt zu uns. Also es ist wieder, wir kommen da auch wieder in eine Verteilungsfrage, aber deswegen finde ich es absolut richtig und wichtig, dass das priorisiert worden ist. Da müssen diese Arbeitsplätze hin, gerade die zukunftsträchtig sind, die was mit Forschung zu tun haben, mit Entwicklung zu tun haben, aber da müssen natürlich auch Arbeitsplätze hin, die für breite Massen und nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zugänglich sind. Und das geht nicht ohne Geld. Das Thema Wohnungsbau hatte derselbe Kollege noch angesprochen. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, wer macht was. Bei uns, wir haben ja zwei Sachen vor allen Dingen nach vorne gestellt. Das eine ist eine drastische Förderung beim sozialen Wohnungsbau. Man muss sagen, dass eine der Todsünden in der Vergangenheit war, dass viele Kommunen, fast alle Kommunen, muss man sagen, und auch viele Länder ihre öffentlichen Wohnungen abgestoßen haben, manche echt verscherbelt haben. Und bis in die jüngste Vergangenheit hinein, in Hessen und in Bayern, war das noch vor ein, zwei Jahren. Ich muss so ein bisschen, Frau Walle, Entschuldigung, ich muss ein bisschen die Uhr... Okay. Also wir haben gemacht sozialer Wohnungsbau und versuchen, die Mieten zu deckeln. Zum Beispiel das Land Berlin versucht es ja jetzt gerade mit einem Cut bei den Mietsteigerungen und mit Enteignungen. Da kann man von halten, was man will. Aber diese Frage ist eine, die man über die Grenzen hinweg angehen muss, über die Bund-Länder-Kommunen-Grenze angehen muss. Also jetzt, ja. Vielen Dank. Die Zeit ist leider weit fortgeschritten. Es ist gleich 20 nach und ich trage die Verantwortung dafür, dass Frau Barley noch ein bisschen Privatleben hat an diesem Wochenende. Insofern würde ich gerne Herrn Welzer noch die beiden Fragen geben, mit der Bitte um eine wirklich kurze Antwort. Es ging einmal um Wohnungspolitik, Zusammendenken mit Digitalisierung und ein kurzer Blick auf Kopenhagen. Was machen die, was wir nicht können? Ich würde mal ganz anders antworten am Beispiel Kopenhagen. Kopenhagen ist kein kurzfristiges Projekt, sondern dem geht ein langer Vorlauf voraus, von vorausschauender kommunaler Politik. Die wussten, wie lange das dauert, dass das umgesetzt wird. Die wussten aber auch, die Mobilitätsfrage ist einer der zentralen Fragen für die Städte in diesem Jahrhundert. So. Und dann bereitet man das vor. Und ich glaube, das ist der Punkt, den ich zum Schluss gerne machen würde, dass man auch viele, also wenn ich immer höre, Politiker nehmen die Menschen mit, da kriege ich ja sowieso Zustände, weil man muss ja vorher erstmal die Frage stellen, wer möchte denn überhaupt mitgenommen werden? Oder wer möchte hinterher ganz mitgenommen aussehen oder so? Und worin es ja im Moment fehlt, ist ein gemeinsames, was für Demokratie sehr wichtig ist, so etwas wie ein gesellschaftliches Projekt, eine Zukunftsformulierung. Wer wollen wir sein, wer wollen wir gewesen sein? Und ich glaube, genau in dem Kopenhagen-Sinne ist es extrem sinnvoll, Formulierungen dafür zu finden, wie diese Gesellschaft und wie Europa aussehen sollte nach diesen Gesichtspunkten des Sozialen, des Ökologischen und so weiter. Und die Mühe muss man sich, glaube ich, machen, sich zu trauen, diese Projekte zu formulieren. Und ich glaube, dann kriegt man auch wieder einen Spirit irgendwie rein, der überhaupt nicht da ist, wenn man immer nur sich um die Gegenwart zentriert und irgendwie reaktiv auf das reagiert, was angeblich das zentrale Problem einer Gegenwart ist. Wir müssen von der Zukunft her denken. Und das wäre auch mein Resümee einer solchen europapolitischen Runde. Danke. Vielen Dank.
Herr Welzer hat ja jetzt dankenswerterweise den Bogen nochmal zu Europa gekriegt. Frau Barley sagte, wir sind zwischendurch ein bisschen abgedriftet, damit hat sie recht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Sie haben vielleicht ein bisschen was gelernt. Ich habe viel gelernt und ich möchte mich ausdrücklich herzlich bei dieser tollen Runde bedanken. Das war wirklich großartig. Frau Keller, schön, dass Sie da waren. Frau Barley, danke, dass Sie da waren. Herr Welzer, hat großen Spaß gemacht. Und Sie wissen, an wen Sie heute Abend um 11 Uhr denken müssen. Theresa May. Schönen Tag.